Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist Jackal Sports. Hier ist der 21. Spieltag in der Regionalliga Nord. Die Adler vom 1. FC Phoenix Lübeck empfangen den Tabellennachbarn, die TuS Blau-Weiß-Lohne. Ja, und gegen die TuS Blau-Weiß-Lohne, da war es in der Hinrunde ein knapper Sieg, 3:2 für die Adler hier von Phoenix Lübeck. Ich bin mir sicher, dass heute beim letzten Heimspiel das Stadionflugplatz nochmal richtig brennen wird. 1. FC Phoenix Lübeck gegen TuS Blau-Weiß-Lohne, jetzt bei Jackal Sports. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Liebe Zuschauer, wir brauchen noch einen Spieltagstipp und neben mir steht der Carsten. Carsten, das letzte Heimspiel hier für die Adler, wie geht's aus? 2:1. Wir schauen es uns an, jetzt bei Jackal Sports. Viel Spaß! Zuschauer, herzlich willkommen zur Regionalliga Nord hier aus Lübeck vom Stadion Flugplatz. Nochmal aufsaugen, diese Stimmung hier, das letzte Heimspiel im Kalenderjahr 2022. Zu Gast heute TuS Blau-Weiß-Lohne. Ja, im Hinspiel gab es dieses knappe 3:2 für die Adler. Wir sind gespannt, wie es heute ausgeht. Anstoß für Phoenix. Und wir gehen in die erste Szene. Freistoß für Phoenix. Marcel Holzmann schickt da zum ersten Mal einen Ball Richtung Gästekeeper Bollmann. Erster sehenswerter Angriff für die Gäste von Lohne über Phil Sarasch. Der wird geblockt, kommt nicht durch, nimmt dann Kai Westerhof mit. Der bringt die Flanke rein, aber Hendrik Wuhr ist da. Der war wichtig, denn Marek Jansen war am zweiten Pfosten eingelaufen. Nächste Szene und die hat's in sich für den Gastgeber, für Phoenix. Hier der Spielaufbau, dann ist der Ball eigentlich weg. Dann kommt aber der Fehlpass von Gianluca Piongiorno und Pingel, den muss man machen. Sebastian Pingel hat das 1:0 auf dem Fuß, trifft hier aber das leere Tor leider nicht. Nächste Szene, Leonard Bredol auf links, der sieht Thorsten Tönjes auf dem zweiten Pfosten. Aber der Ball zuvor schon im Aus gewesen. Ja, Thorsten Tönjes und Marek Jansen, das waren die Zielspieler immer wieder heute. Nächste Szene und wir zeigen Ihnen, wie eng es tatsächlich war hier. Zwei Kämpfe auf allen Metern und dann kommt Michael Kobert an den Ball und der wird per Foul gestoppt. Der anschließende Freistoß dann von Chapa, aber Freistöße waren heute nicht das Mittel zum Sieg. So, wir sind schon in Spielminute 41. Angriff von Blau-Weiß-Lohne kann hier entschärft werden. Und Achtung, ungeschnittene Szene. Hoxha mit dem langen, weiten Ball auf Kobert. Der mit gutem Stellungsspiel kann sich hier durchsetzen, kann dann aber von Malte Beermann nur per Foul gestoppt werden. Malte Beermann dafür zu Recht die gelbe Karte. Und erneut ein Freistoß für Phoenix. Kurz vor der Halbzeitpause. Und jetzt Achtung. Der Ball kommt auf Faranak. Und der auf die Latte. Und im Nachsetzen dann Julian Ulbricht. Aber es bleibt beim 0:0. So, Blau-Weiß-Lohne hatte dann auch noch eine Gelegenheit in Halbzeit 1. Können sich hier auf der linken Seite durchtanken und dann kommt wieder Thorsten Tönjes zum Ball mit Drehung und am langen Pfosten der Ball knapp vorbei. Ja, also ein 0:0, noch ein 0:0, denn Chancen waren jede Menge da. Wir sind gespannt auf die zweiten 45 Minuten, gehen in die Halbzeitpause und die wird präsentiert von der Wirtschaftskanzlei Lübeck. So.
So, rein in Halbzeit, 2:0, aber Chancen gab es. Das Spiel hatte Tore verdient. Auch Trainer Oliver Zappel wollte endlich das 1:0 sehen von seiner Elf und die hatten Chancen. Phoenix hier auf Höhe der Mittellinie. Pingel mit dem Einwurf und der macht es ganz schnell. Und achten Sie mal bitte auf Pingel. Der läuft hier und kommt hier wieder zum Ball. Sebastian Pingel setzt sich hier körperlich durch und dann kommt Chopper. Chopper hatte das 1:0 hier definitiv auf dem Fuß. Der Ball aber wieder nicht im Tor. Drei neue Kräfte bei den Gastgebern, die nochmal für Offensivkraft sorgen sollten. Und sie kamen auch zu ihren Chancen. Nächste Szene wieder für den Gastgeber und dann kommt Adigo an den Ball. Adigo, gute 17 Meter, aber nicht zielgenau. Nächstes Anlaufen und wieder Phoenix. Jetzt war Phoenix on fire. Kobert, dann kommt der Ballverstolperer und hier kommt Pingel und Pingel, ah! Der Ball verhüpft in allerletzter Sekunde, somit kein Druck hinterm Ball und nicht platziert genug. Ja, aber Blau-Weiß-Lohne, die zeigten sich immer wieder mal mit solchen Aktionen. Und in der nächsten Szene wurde es dann ganz gefährlich für den Gastgeber. Lohne hier auf der rechten Seite kann sich durchtanken. Und jetzt achten Sie mal auf die Mitte. Der Ball kommt nämlich hier zu Bredol, der ist ohne Gegenspieler und Andrea Hoxer macht sich da ganz breit und hält das 0:0. So, letzte Szene im Spiel und schauen Sie mal jetzt auf Hoxer. Der macht es mal wieder ganz, ganz schnell mit dem weiten Ball in Richtung Kobert. Der kommt nicht am Ball, sondern Sebastian Pingler und der ist auf und davon, muss hier aber einmal abbrechen, sucht jetzt verzweifelt nach einer Anspielmöglichkeit. Der Ball immer noch heiß für Phoenix. Jetzt kommt Kobert wieder an den Ball. Kobert, aber Bollmann hält das 0:0 fest. Die Gäste von Blau-Weiß-Lohne nehmen einen Punkt mit. Am Ende ein 0:0 zwischen den beiden Mannschaften im letzten Heimspiel hier am Stadion Flugplatz. Jetzt noch gleich die Interviews. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, Sebastian Pingel ist bei uns. Sebastian, es war ein 0:0, es war ein hartes Stück Arbeit heute. Seid ihr zufrieden mit dem 0:0? No, we should score on our chances, but yeah, we have a lot of chances, but they also have one. Andrea made a save in the end of the game, very good save, but I should score in the first half, but yeah, I think we fight for each other and that's important, we do that as a team. Dieses Jahr ist fast vorbei, 27 Punkte aktuell auf eurem Konto. Wie zufrieden seid ihr hier? No, I don't think it's good enough. We have some games we should win. We also have games we win in the end. But I think if we look back, we have some points we could take. Sebastian, Merry Christmas. Danke fürs Interview. Ich übersetze das gleich auf Deutsch. Dankeschön. Ja? Danke. Gianluca Piongiomo ist bei uns. Habe ich es richtig ausgesprochen, Gianluca? Ja, ungefähr, ja. Einmal ins Mikrofon, bitte. Oh, ja, ungefähr. Ja, passt schon. Gianluca, es war ein 0:0. Es war ein hartes Spiel zwischen den Strafräumen. Geht das 0:0 in Ordnung? Ich glaube, wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, kann man das, glaube ich, schon so sagen. Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit hatten wir ein paar gute Chancen. In der zweiten Halbzeit hatte Lübeck ein bisschen mehr den Drang. Deswegen glaube ich, alles in allem ist, glaube ich, ein Unentschieden für beide ganz gerecht. 27 Punkte. Wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde so jetzt? Wir haben auch viele Spiele unglücklich dann verloren. Sie letzte Woche oder unter der Woche jetzt gegen HSV. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Gianluca, dann bleibt noch zu sagen, schöne Weihnachten. Jo, ja, und viel Glück noch weiterhin. Danke fürs Interview. Ne? Danke dir. Ne? Kenny Korob ist bei uns. Kenny, ein 0:0. Es war ein hartes Stück Arbeit. Wie okay geht das 0:0 für dich? Also hinten raus sind wir dann doch glücklich, dass Andrea das Ding nochmal riesig hält. Alles in allem wussten wir, dass es ein riesen Kampfspiel wird heute, wenn wir das Wetter schon mal vorher betrachtet haben und den Platz. Viele lange Bälle, kein schöner Fußball, sage ich mal. Müssen uns aber trotzdem vorhalten, dass wir das Ding nicht gemacht haben. Erste Halbzeit eine riesen Chance durch Seba leider vergeben, ja. Aber unabhängig davon, ich denke, Chancen waren da. Ja. Du sagst, viele Chancen gehabt. Warum war da nicht einer drin? Es waren ja echt wirklich einige Chancen auf eurer Seite. Zumindest in Halbzeit 2, ja?
Ja, was soll ich sagen? Ne? Manchmal will der Ball einfach nicht rüber. Kalenderjahr 22 ist fast zu Ende. 27 Punkte aktuell. Wie okay ist das? Ich denke, am Anfang hatten wir unsere Schwierigkeiten. Ganz zufrieden sind wir nicht, aber dann doch irgendwie schon. Ich meine, die Liga ist sehr, sehr eng dieses Jahr. Und dann freuen wir uns, dass wir noch die 30-Punkte-Marke nächste Woche knacken können. Prima. Kenny, danke fürs Interview. Merry Christmas. Ein Spiel habt ihr noch. Ja, genau. Ja, Vollgas. Danke dir. Erstmal muss ich sagen, haben wir uns hier wohl gefühlt. Ich fand die Atmosphäre gut. Ich fand auch, dass es zwar ein hitziges Spiel war, aggressives Spiel war, aber nicht unfair. Zum Spiel an sich fand ich, war es, wenn man das große Ganze sieht, insgesamt ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, sowohl erste als auch zweite Halbzeit gab es auf beiden Seiten große Chancen. Aber ich finde, das hat die Mannschaft gut gemacht. Das zeichnet uns auch einfach aus. Wir sind ein unfassbar gutes Team. Gehen wir mit einem guten Gefühl in eine Winterpause. Ist richtig, was du sagst. Wenn du jetzt nur die 100-prozentigen nimmst, dann kann das ausgeglichen sein. Aber wenn wir jetzt die 1000-prozentige nehmen, dann tut es mir einfach leid, dass wir heute dann doch nicht das gemacht haben, was wir uns so fest vorgenommen haben, nämlich zu gewinnen. Und dann ist ein 0-0 zwar ein Ergebnis, wo wir jetzt nicht komplett depressiv die Anlage verlassen, aber das ist überhaupt nicht unser Anspruch, vor so einem Publikum mit so guter Stimmung kein Tor schießen. Das darf sich bei uns zu sehr verankern. Wir müssen viel mehr Tore schießen in der Rückrunde. Das ist das Ziel.